Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 3 und wir gehen hier mal direkt drauf, beziehungsweise geht's mal direkt in den Kampf rein. Wir haben uns wieder an den Anfang der Karte teleportiert, um ja, das Equipment mal ein bisschen zu verkaufen, beziehungsweise um die Taschen mal leer zu bekommen. Und ja, werden uns jetzt mal zum Forschungsposten begeben, denn da wartet ja noch der Roboter und da soll es einen Kampf zwischen zwei Viechern geben. Badass Guys. Ein Badass Guys. Tod, gefällst du mir besser? Direkt der nächste. Nee, die gefällt mir nicht. Nicht? Nee, ich hab grad mal die Knarre gewechselt gehabt. Das Maschinengewehr. Ach so. Hau besser ab! Oh, yeah. Ein anderes gefunden hat er. Ey, da bist du noch nicht mal angekommen und musst ja eigentlich schon wieder verkaufen gehen. Mhm. Alter, hier Niederlud ohne Ende. Echt? Ja. Gewesen. Ja gut, man ist ja jetzt noch nah genug dran. Man kann noch mal ganz kurz zurückgehen. Die Gegner dürfen derzeit ja nicht nachspawnen. Ich möchte auch gerne mal deine Drohne abballern, ey. Na denn endlich. Ja. Und dann können wir demnächst noch ein bisschen Scheiß sammeln, die wir noch verkaufen können, wenn wir schon am Mann haben. So, eins wollte ich mal kurz gucken. Reichtum! Schütze! Schütze, ach schon, jetzt eigentlich. Du hast Feinde, ich habe Munition. Du hast das Geld, ich doch davon mal aus. Hab ich doch gemacht gerade, Junge. Ein Schützenmod. Ich liebe diese Knifte. Ja, das gibt. Man hat mittlerweile tatsächlich so seine Lieblingswaffen im Spiel. Ja, vor allem. Ihr wollt die Mods alle nicht? Ne? Nee. Kannst du verhökern. Vor allem die kann ich halt benutzen, selbst wenn ich keine Muni habe. Das ist richtig geil. Weil die verbraucht halt. Niedrige Level, oder? Jein, die hat, gut, die ist Level 26, aber die ist, finde ich, in Ordnung. Was ist das, schon wieder so eine Infinity? Ja, das ist die, die ich bei der Sirene hatte. Die habe ich rüber ich 26? Ich habe gerade eine Level 24er Knarre, nehme ich, also. Level die Mitte, oder was? Nee. Nee, die hast du halt an dem Level gefunden. Genau. Oder? Die hatte ich ja mit der Sirene eine ganze Weile und da die irgendwann einfach zu niedrig und zu schwach war, habe ich die in Lager gepackt und habe mir die dann für den rausgenommen. Macht ja auch Sinn, sag ich mal, wenn du Waffen hast, die am Anfang ganz gut sind,
dass man die nicht direkt verkauft, ne? Vorhin da die ja nur meine Waffen ist, dass du die für alle Charaktere benutzen kannst. Eben. Da, wenn es so weitergeht, kann man bald wieder rennen. You've got mail. Die Wut des Himmels. Also ich muss sagen, ab und zu hebe ich von den Waffen fast nur noch Sniper und Raketenwerfer auf, weil die am meisten Wert haben zum Verkaufen. Du hast sie dazu gebracht zu kämpfen. Oh nein, die schrecklich. Wenn Bobo und die Scales sich gegenseitig töten, habe ich nichts erreicht. Moment, wenn ich dich dafür bezahle, in den Kampf einzusteigen und zu gewinnen, hätte ich was richtig gemacht. Los, sei mein Champion. Ich bezahle dich fürstlich. Okay. Auf in den Terradom. Kommt der dritte auch noch in den Terradom? Aber ich finde das auch lustig. Der steht jetzt hier und will angeblich laut reden, aber ich finde, der redet leiser als da unten. Die physische Welt ist eine Illusion. Ja. Aber wir werden dich bis in den Orbit prügeln. Auf welchen geht man zuerst? König Bobo. Ja? Mhm. Ja, schon seit einer halben Stunde. Halt die Klappe unten. Genau. Warum bist du gestorben? Gerade eben. Rotes Symbol heißt. Aber wo? Na, in der Arena? Aber Jon und ich standen hier beieinander. Wir haben dich. Ich hab dich echt nicht gesehen, Alter. Immer ein Pyrex im Ärmel. Ist eine natürliche Sache, ja, aber deiner ja war aufregend. Das Rudel lässt niemanden zurück. Zack, neue du Stärke, danke schön. Das weißt du, oder? Der Dinos jetzt? Ich dachte, du wolltest erst König Bobo töten. Der hat dann aber angefangen. Oh, alter Verwalter, wer hat weh hier? Der Flammentypen. Diese kleinen Scheiße. Okay, das lohnt sich nicht. Das war lustig. Kann ich jetzt mein Geld haben? Dein Gewinn, guter Champion. Jetzt die Registrierung meiner neuen Bezeichnung auf meinem Identitätschip. Versager 2.0? Gescheitert? Oh Mann. Oh Mann, Junge. Verkackt. Epic Boss Fight. Na los, Junge. Komm, so viel Knete hat das gar nicht gebracht, ey. Nö.
7000. So, jetzt noch Baylex. Da könnte man sich eigentlich aus Jux wieder zum Start teleportieren. Um dann da runter zu gehen, oder? Oder man geht da so hin, weil so weit ist das ja nicht, ne? Hm. Ich muss verkaufen. Ja. Oder so. Also geportet. Ei, geporten. Es gibt noch andere Getränke, die Eierlikör sind. Mir fällt nur nichts anderes ein. Ich mag eh aber kein Eierlikör, von daher ist mir das scheißegal. Nee, es geht auf Eis, geht's. Wächtermark, okay. Was machen wir denn da? Glück der Gnadrops. Das sieht doch alles ganz gut aus. Das ist einfach normal. Beyblade finden. Das ist so halb. Let it rip. Dive Bomb. Ja, du bist ja der Dive Bomb König. Ich hab noch nie einen gesehen, der so oft eine Dive Bomb macht. Und dann vor allen Dingen auch noch damit durchkommt. Ja gut, ich sag mal so, das ein oder andere Mal hat's bei dir schon gescheppert. Ja gut, dafür wird dann aber gespult. In den Popo, Junge. Der kann ja gar nichts, der macht ja noch nicht mal Schaden. Weil ist er jetzt down. Oh Mann, endlich draußen! Mann, war das schlimm da drin! Weil hier stank. Ja. Alter, wie siehst du aus? Ist das deine normale Körperform? Hey, ich will nicht drüber reden. Wieso suchst du überhaupt das Familienjuwel? Sehr. Ich suche ein Kammerschlüsselfragment und Wainwright Jacobs sagte, es ist eins auf dem Schiff. Da oben? Bist du wieder zurückgehört? Oh, du gehörst zu Wainwright, okay. Ja, dann zeige ich dir, wo das Juwel ist. Ich weiß es nicht. Ganz in der Nähe in einer Schlucht. Ich kann vielleicht nicht ist er gerade AFK, oder? Ich hab gar nicht gehört, dass er was gesagt hat. Nö. Willst du den Wasserfall hochklettern? Ja, bei hinter Wasserfällen gibt's immer was. Und hier gibt's auch irgendwas. Stimmt, eine Kiste. Ich verstehe kein Wort. Na, hier müssen wir auf jeden Fall Backtracking dann und betreiben. Ganz viel Iridium. Mal sehen, was du versteckst. Ja, ganz viel Iridium und da oben gibt es ein Clappy Trappy. Clappy Trappy. Da ist richtig viel Iridium. Mhm. Ist da oben noch was? Nee. Also das ist kein Iridium, ne? Na gut, da waren glaube ich 6 oder 7 Iridiumkristalle. Das hat schon sich gelohnt. Finde ich. Ich guck gerade mal, ob ich hier noch mehr finde. Okay, das ist ja auch nice. Was denn? Hä? Es gibt hier hinten sozusagen, wo wir hier oben regelmäßig lang rennen. Ja. Ist halt so ein Seitengang gewesen, den siehst du gar nicht, der ist Lianenbehang und von da aus kannst du sozusagen hier runter in die Höhle. Ach cool, also hätten wir, wenn wir nicht voll gewesen wären, von der Arena quasi direkt da runter gehen können. Cool. Das ist ja auch nice gemacht. Nice. Nicer Dicer. Wie gesagt, hinter Wasserfällen verbirgt sich immer irgendwas. Wenn es ein Haufen Scheiße ist. Genau. Was für eine passende Überleitung zu. Hey, das krieg ich auf. Navigiert. Genau.
Nein, eigentlich meinte ich zu unserem dritten Mann. Was denn? Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ich hab nur mal geguckt, was hier war. Ich musste kurz was erledigen. Die Süßigkeiten-Schüssel musste mal wieder aufgefüllt werden. Ah, da waren ein paar gierige Kids dabei. Sweets for my sweets. Haben die ganze Schüssel alleine selber leer gemacht, ne? Scheint so, ja. Es war eigentlich genug drin für weiß ich wie viele Kinder. Manche kriegen den Hals halt nicht voll. Eine Meuterei also. Alles nicht dramatisch. Klingt besser als desaströse Trennung. Belassen wir es dabei. Die Notfallluke da drüben wird über Hydraulikleitungen gesteuert. Schneide sie durch und wir sind drin. Zusammen mit dir können wir das Juwel in 0, nix zurückholen. Genevieve hat es gut gesichert, aber ich kenne alle Hintereingänge. Praktisch einen Navigator dabei zu haben, was? Geschafft, die Luke ist offen. Jetzt gehört das Schlüsselfragment uns. Weißt du Bescheid? Yeah, bin wieder an Bord. Sieht zwar nicht mehr so aus, aber das war mal ein verdammt geiles Schiff. Schade wegen dem Absturz. Es war so geil. Deine Mutter war ein verdammt geiles Schiff. Wow. Baylet, du süßer kleiner Idiot. Was machst du denn hier? Hab ich dich nicht in einem Kinderspielzeug installiert und weggeworfen? Der sieht ja cool aus. Klappe, Genevieve. Ich habe Unterstützung dabei. Wir wollen das Schlüsselfragment. Ich weiß, dass du es im Sicherheitsbereich versteckt hast. Tut mir leid, das ist schon fest versprochen. Aurelia meinte, sie kauft mir ein Schlachtschiff, wenn ich es zurückbringe. Keine Chance. Nicht, wenn wir zuerst da sind. Wir schnappen uns das Fragment. Ja klar, komm ruhig rein. Und was willst du tun? Mich zu Tode navigieren? Einen Kuss auf deinen Arsch. Ich kann nicht mehr als navigieren. Kammerjäger, geh durch das Lazarett. Mist, jetzt habe ich schon wieder navigiert. Du bist ja auch ein Navigator. Aber er ist nicht so cool wie der Navigator aus Monkey Island. Von unsauberem Navigieren, Baylets. Du hast uns zu einem schmutzigen Hafen gebracht und ihn nicht geprüft. Jetzt haben wir Ratchers. Ratcher. Schnauze, Schlampe, du hast mich in einen Teddybär gestopft. Ja? Das sagt er einfach Schnauze, Schlampe, sag mal. Krass, ne? Dem müssen wir mal über seine Füllung mal auswaschen. Das ist ja wohl voll der Fotzenkopf. Auch lustig, wenn die Folge dann irgendwann mal on kommt, wahrscheinlich im Dezember oder so, oder im Januar, die Blutgier. Ist Halloween schon lange vorbei. Ja, dann haben die Leute eine Erinnerung an Halloween. Ja, so war das damals. Spiel in die Vergangenheit. Ein jämmerliches Ende für eine schwache Kreatur. Weißt du Bescheid? Dafür wurde ich geschaffen! Für Erdbeerkäfer. Taschenrex! Lass mich in Ruhe, Schädel. Alter, die werden aber auch nicht weniger, ey. Vermehren sich ja hier wie die Kanickel. Die sind ja auch wie die Kanickel. Ich hab das Gefühl, ich kämpfe gerade mehr gegen toten Schädel als gegen Gegner. Mhm.
Oh, da ist was WLAN ist. Mhm. War auch nicht so geil. Aber immer ein Lila. Ja. Lass sie deine Wut hören. Lenken sie ab. Du bist drauf. So ein Battle Scratch. Das war ein Battle Scratch. Deine Mutter ist ein Battle Scratch. Wollte ich nur mal zum Besten. Die werde ich nicht für dich öffnen. Ich bin zwar nur eine herzlose Kampf-KI, aber sind verschlossene Türen schwieriger zu navigieren? Sie greift in meine Route ein. So geht das nicht. Okay. Wir müssen improvisieren. Ein Kurzschluss. Genau, oder? Nimm die Kabel da. Oh, welche Kabel? Der rette mich hier. Alter! Boah. Das war knapp. Ja, und mich hat der Bot natürlich nicht belebt. Ja, er hat mich belebt, denn ich habe sofort Björn belebt. Ich war eigentlich Kampf. Dieser böse Bot. Also beim nächsten Mal sollte man sich das nur einer machen. Ja. Was hätte Gifu dann schon mal sagen können? Ist für immer. Spoiler Alarm. Kann ja auch so ein Ding sein, dass es tatsächlich alle trotzdem trifft. Ja. Weil ich dachte nämlich eigentlich, dass du weit genug wegstandst, Sidi. Dachte ich auch. Und dann wart ihr tot und wolltet euch wiederbeleben und dann. Ja. Schuss in den Ofen. Mhm. Und ob ich eine Freigabe habe? Ich bin der Navigator. Fehler. Einheit Balex als blöder Idiot, der es nicht bringt. Klassifiziert. Den Ausdruck kenne ich. Das hat Genevieve gemacht. Ich glaube, ich kann es umgehen. Kammerjäger, schlag dem Narren den Kopf ab. Okay. Mich zurückhalten! Nimmt der Bob mich? Achso. Draufhauen. Ich wollte schon sagen, warum nimmt der doof keinen Schaden? Wackel nicht so, Mann! Ich lebe! Sieht total crazy aus. Schön, wie du einen fliegen lässt. Da fliegt denn der? Ist so besoffen? Ich habe Arme! Und für was ist das hier? Jetzt kannst du dir die Nase stopfen. Navigiert, ihr Luschen! Hier lang, Kammerjäger! Wir müssen zum Sicherheitsbereich, um das Schwert. Nein, wir müssen erstmal looten, Junge. Mann, liegt da ein Schrott dran. Bei mir liegt was Blaues drin und noch was Blaues. Naja, bei mir war nur grünes Zeug. Balex. Was ist das für ein Name? Oh, ja. Das steht für binäre, automatisierte Logistik. Okay. Der alte Jacobs konnte sich nicht zwischen Barry und Alex entscheiden. Also Balex. Nicht die coolste Erklärung, ich weiß. Ich verstehe dich, Mann. Ich bin Mosera Hayusinian Yanlun Al-Amir Andrievna. Nenn mich Mos. Was für ein Ding? Okay. Wir haben alle mehr Glück als Genevieve. Das ergibt nicht mal numerisch Sinn. So, ja. Töte ihn! Ich würde sagen, dein Schar hat komische Namen. Ich werde diese Zeile dann später überspielen, dass sie sagt, mein Name ist Inara. Ja, es wird aber sein, dass sie dann die Tür
werfen. Alter, ey, für Totenköpfe sind das. Kann ich das sehen? Ich spreche das nicht. Nimm mein eigenes Inara, verdammt nochmal. Schließt besser die Augen. Sie mögen Augen. Digga, mal, das brauchen nochmal zwei oder drei. Ja, ne? Alter. Da vorne ist auf jeden Fall so ein Beute-Ding. Boah, der eine leuchtet so gelb. Wenn wir den killen, dann kommt da Beute raus. Der da. Jawoll. Da war es wieder. Das ist völlig Gefühl im Rucksack. Wo läuft der eigentlich hin? Ich loote. Achso, na dann. Noch ein bisschen Moneten. Danke schön. Bitte. Guter Fund, Bestie. So, schnell mal gucken, was wir so gefunden haben. Na, Erdbeerkäfer. Chihuahua. Ja, was ist das? Erstmal alles. So, wo seid ihr denn hin? Sie da? Rastet aus. Ja, wo was? Gleich hinter. Ach Mist, ich navigiere schon wieder. Weißt du was? Du findest ihn selbst. Ist hinter der Tür? Rein zufällig? Tastenwracks! Keine Ahnung, ich habe Taschenwracks gerade gesagt. Ich wollte einfach mal einen fliegen lassen. Und Genevieve hat sie verbarrikadiert. Hier komme ich mit meiner Sanitäterbot-Freigabe nicht weiter. Na toll. Und über uns sind Automaten. Okay, da steht ein niedlicher kleiner Verbrecher-Idiot vor der Tür. Bitte zerleg ihn. Langsam. Ich bin nicht niedlich. Oh Mist, da kommen sie. Es kann losgehen. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Man wird dich vergessen. Lenken Sie ab! So muss das sein, Kammerjäger. Du bist ein echtes Naturtalent. Ich weiß. Durch die Tür kommen wir nicht. Aber ich kenne einen Schleichweg. Gehen wir durch den Frachteingang. Okay, ich übernehme die Tür. Ja, dann. Dann mach mal. Los, ran da. Echt mal. Schneller.
Das war ja mal eine nette. Hallig, was haben wir hier? Hier ist eine Tolle drin. Was? Nee, nur Geldkisten. Ich dachte gerade, es waren im ersten Moment so ein bisschen wie die Jacobs Waffenkisten aus. Es waren aber leider nur Geldkisten. Mhm. Da hat mich das Spiel gerollt. Auf welche Seite denn? Oh. Rennen sehen wir uns her wie verrückt. Schieben wir uns mal Pizzabrötchen mit Gyrosfleisch rein. Mmmh. Lecker. Gemein. Ah, Mist, mehr Bots. Fest zuerst gesehen, die sind gut für eure Schnelle. Okay. Ich wusste gar nicht, dass du noch Roboter gesehen hast. Hammer! Den Trotteln haben wir es gezeigt! Das Schlüsselfragment sollte in dieser Sicherheitszelle sein. Pass auf meinen Arsch auf, während ich die Türsteuerung navigiere. Du hast doch gar keinen. Ich hatte viel freie Zeit seit unserer Bootlandung bei Lex. Wusstest du, dass die Jabba hier eine eigene Sprache nur für die Paarung haben? Mhm. Die sind echt romantisch. Ja, ja, ich war nie gut in sowas. Reib's mir nicht unter die Nase. Willst du was davon hören? Es ist wirklich schön. Okay. Sie ruft alle paarungswürdigen Jabba zurück. Ich hasse die Idee. Wie fühlt sich dein letzter Oder kommt Atemzug? Dann um die Ecke ein verkümmerter Jabba? Darüber werden doch Lieder gesungen. Ich bringe ein paar Geschütze online. Das sind so viele. Und die sind so verdammt geil. Dann hätte da stehen müssen, geiler Jabba. Ja, deswegen. Hier ist ein geladener Jabba, der passt wenigstens. Aber nur für geladene Gäste. Och, ich wollte. Scheiße. Ich hätte ihn gerade ausgeschaltet und wäre wieder aufgestanden, hätte es mich nicht beleben müssen. Achso. In dem Moment standst du genau vor mir. Oh, wow. Shit happens. Yeah. Ein Furzener Jabba. Und der andere brennt denn? Das ist sehr ungünstig. Und der eine furzt und der andere brennt. Der andere ist frostig. Aber der brennt jetzt auch. Das war echt unangenehm. Komm zurück. Und hat gestunken. Ich hab die Zelle fast offen. Alter, Inventar voll. Muss nicht so viel Schrott aufheben. Also hier hebe ich gerade gar nichts auf, weil das alles nichts Gutes naja. Ist. Ich hab zwar noch 20 Plätze, aber weiß ja auch nicht, wie lange das noch dauert. Das war an einem Automaten drin, ne? Schon vor Jahren fällig ist ein Dummerchen. Wenn ihr es wirklich wollt, müsst ihr zur Brunft kommen und mit
So. Kammerjäger, es tut mir leid, dass du Zeuge der Folge dieser desaströsen Trennung wirst. Ich hatte wirklich geglaubt, Baylex und ich wären füreinander geschaffen. Er hat mich an Orte geführt und ich habe dort getötet. Es hätte niemals funktioniert, Genevieve. Wir sind von zwei verschiedenen Herstellern und außerdem hast du die Jacobs-Familie verraten, aber das ist sekundär. Ja, ab in den Kampf! Sekundär. Okay, also ich habe eine Idee, wie wir Genevieve besiegen können. Sie hat sich in einem Mullywon-Mac installiert, aber es gibt noch einen im Shuttle-Hangar. Wenn ich den steuere, kann Genevieve uns nicht aufhalten. Los, ab durch den Maschinenraum. Machen wir ja schon. Dieser Schädel. Da ist man eigentlich froh, wenn das Halloween-Ding wieder rum ist, ne? Ja. Obwohl das ja echt noch eine Weile dauert. Ich glaube irgendwie bis Dezember oder so. Automaten. Jawohl, endlich. Du hast Feinde, ich habe Munition. Am Automaten kann ich mein Ei braten. Oder so. Okay. Okay, da kommt man nicht hoch. Dachte man, käme da Fleisch hoch. Aber hier kann man hoch. Lenkt sie ab! Burn, baby, burn. Oh, ich möchte hier hoch. Badass. Ich bin nicht durch das Loch hoch. Achso. Hier hinten. Wo ist er denn? Da ist er. Da auch ein auf der Minimap ein Clip-Trap-Teil oder was auch immer das ist. Oder Titan Leon, keine Ahnung. Wahrscheinlich Titan Leon. Ja, es folgt Titan Leon. Lass dich von der Jagd mitreißen! Wasser da. Ah. Jetzt könnte
man eigentlich quasi da in dem einen Ding gleich wieder verkaufen gehen. Aus dem Weg. Direkt am Automaten. Nice. Kugeln am Bomben. Hallo. Also ihr hättet aber einfach durch das Loch springen können, ne? Ja, bitte. Hätte ich ja abgekürzt. Hä? Corner Cutting. Mal sowas und mal sowas. Mhm. Erst hast du gar kein Geld wieder und dann hast du richtig Schütte. So. Genau. Das ist so eigentlich so lange. Ja. Sie sagen, das war's für heute. Ja, dann machen wir erstmal an der Stelle Schluss. Denn, ja, die beiden müssen wohl, glaube ich, morgen arbeiten. Deswegen, bis dann. Haut rein, Leute.